R-E-W-I-N-S-I-D-E. Nice. Hallo! Es ist für uns das erste Mal, dass wir so unglaublich groß streamen, Leute. Wir haben halt da hinten eine Streaming-Box mit einem kompletten Production-Office quasi aufgebaut mit Headsets. Ich glaube, so ein kleines Kackding hier kostet irgendwie 500 Euro oder so. Das haben wir jetzt alles jetzt noch geliehen, damit der Stream möglichst geil wird. Wir haben super viele verschiedene Kameraperspektiven, die wir durchhalten können. 24 Stunden von jetzt an. Es ist auf jeden Fall jetzt schon an der Zeit. Müde. Ihr könnt... Du bist jetzt schon müde, Junge. Ja. Alles, was wir heute an Spenden sammeln, geht nämlich nach Namibia zu Tageni Shilongo, unserem Verein bzw. dem Verein von Volkan, den ich natürlich mit unterstütze. Wo wir auch im Sommer gewesen sind, da haben wir noch einen kleinen Einspieler vorbereitet, den zeigen wir euch auch nochmal. Da erfahrt ihr überhaupt mal, was für ein Projekt das ist. Auf geht's, Leute. Wir gehen mal rüber in mein Zimmer und fangen an mit einer Runde Craft Attack. Bis gleich. Petret, hast du gesehen, was wir hier aufgebaut haben? Ja, ich dachte auch, Friendly Fire. Geisteskrank. Ohne Witz, Leute. Ganz ehrlich, Mann. Das Ding ist, wir haben hier hinter keine Produktionsfirma. Das möchte ich einfach mal betonen. Ey! Kevin, Alter! Kevin! Oh mein Gott! Junge! Was? 500 Euro von Gamers Time, Leute. Bitte, was? Oh, ich treffe nicht! Meine Maus ist so hoch eingestellt! Geh mit dem Eimer! Oh Gott! Ja! Ja. Wie viele Herzen hast du noch? Ja, ey, Junge, voll viele. 6 Stück. Oder? Echt jetzt? Ja. Ja, und jetzt machen wir einen Real-Life-Boxkampf. Okay, komm. Wirklich? Ja. Wer hat zuerst von dem anderen den Nibbel berührt, okay? Okay. Aber wir zwicken. Deine Mutter. Kampf! Nein! Ah! Ja, das zählte! Ekelhaftes Gefühl. Wir haben neue Gäste, Leute. Schaut mal hier. Einmal die Marc. Das bin einmal ich. Louis. Wer bist du? Warte. Alter, du Wichser! Leute, ja, wir haben die lieben Escation hier. Tobination ist auch da. Leute, Tobination ist hier. Tobination, Mann, was geht? Leute, Tobi hat das erste Mal im Internet gezeigt. Jetzt wisst ihr, wie Escation aussieht. Hallo, Magi. Das ist Tobi. Und jetzt wird extrem... Euro, küssen wir uns. Geballert, Leute. Wir gehen jetzt ganz kurz mal rüber hier und werden jetzt ein wenig Tabu spielen, Leute. Fabian mit 55 Euro. 4.000 Euro. Geil, Alter. Wir haben nämlich hier nochmal eine 100 Euro Spende von Kowalski 93. Eine 800 Euro Spende von Jody. Was? Alter. Was? Jody, Alter, zu Weihnachten hast du dieses Jahr nichts gewünscht, außer Geld zu spenden. Deshalb hier ein Beitrag der gesamten Familie. Oh. Jody, 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 Jody. Wenn so Leute in affigen Kostümen in oh Convention Gott, Cosplay? Nein. Zeit ist vorbei. Zeit ist rum. Cringefest? Was hast du in der Früh, wenn du aufstehst? Ständer. Was? Morgenlatte. Mundgeruch. Was ist das? Was ist das, Mann? Was ist das? Meine Krankenschwester, du Opfer. Eine Krankenschwester! Was? Oh, neues. Mach doch mal jetzt, los! Ja. Ach, das ist so ein Meme-Ding, dieses... Nein, das ist so für... Lautsprecher. Na, hier. Hörgerät. Hörgerät? Nein, guck dir mal hier. Das ist eine alte Oma, oder? Nein, guck doch, was ist da auf der Oma drauf? Eine Wolke. Was ist auf der Oma drauf? Eine Perücke. Nein. Was ist denn das? Weißt du nicht, was das ist? Ja, und was ist das denn für ein Ding? Ach, ein Haarspray. Ja. Wir haben noch eine Minute. Baumzaun. Fichten. Baumzaun gibt es nicht. Holzzaun, ne, hab ich schon gesagt. Baumzaun. Straßenschild. Mann, das ist ein Speer, du Spasti. Das ist ein Gartenzaun. Bist du so behindert oder was? Baumzaun. Ja, ein Baumzaun. Bundeswasser, 100 Euro. Was? Danke, dass er von meiner Dummheit abgelenkt hat. 10.000 Euro, Mann. Leute. Alter Schlorox. 10.000.
1000 Euro. Bitte entbann mich aus deinem Twitch-Stream. Clorox. Wir haben jetzt hier was Kleines aufgebaut. Ihr seht das vielleicht schon. Und zwar habe ich mir überlegt, ganz ehrlich, es wäre doch ultra langweilig, wenn wir die ganze Zeit nur spielen. Dementsprechend, Leute, wäre es doch eigentlich angebracht, wenn wir was kochen würden. Und da wir ja sowieso hier unterstützt werden von Rewe und dem Rewe-Lieferservice, Leute, habe ich mir gedacht, wie geil wäre es bitte, wenn wir zusammen hingehen und ein kleines Kochduell veranstalten. Allerdings, Leute, werden wir jetzt in dieser Stunde etwas kochen und haben kein Rezept dafür. Das heißt, wir werden es jetzt einfach blindlings gemeinsam duellieren. Gegner bei mir ist der Sarazar. Schiedsrichter wird der liebe Herr G-Time sein, weil Kevin ist nämlich Koch, gelernter. Und dementsprechend wird Kevin darüber richten, was wir hier machen. Was kochen wir denn heute? Wir werden heute gemeinsam ein Soufflé kochen. Ach, das ist ja super einfach. Ich bedanke mich erstmal bei iChromex für die 10 Euro, Shadowflake für die 10 Euro. Wir haben hier einen Laien, in dem Fall Jody. Ich tue mal kurz. Und einmal ein Profi Gamers Time. Sarazar und ich haben jetzt eine Stunde Zeit, Leute. Ja, okay, Chef Sarazar, ja? Nee. Ja, super, geil. Pass auf, das Ding ist, du hilfst uns gar nicht, sondern ihr müsst nur richten. Walle und ich müssen das alleine hinbekommen. Was? Was muss ich richten? Wir müssen das alleine hinbekommen, Walle. Okay, das ist ihr beide seid nur diejenigen, die später entscheiden, ob das, was wir gemacht haben, auch wirklich essbar ist. Oh nein, wir müssen das essen, Kevin. Ich muss das essen? Wir machen Soufflé, Kevin. Ohne Rezept. Haben wir hier irgendwo Abführmittel für den Notfall? Keine Sorge, bei meinem Essen kotzt du von alleine, ist kein Ding. Ich tue das Eigelb mit rein, oder? Trennen. Ja, du willst es trennen? Ja. Oh. Oh, Kevin, ey, Kevin, nicht verraten hier. Oh, ja, er hat mich gefragt. Hier rausholen. So, hier. Der Kevin, der kennt sich aus. Warte, schnell. Das ist doch keine Sauerei. Oh, Walle, das. Walle, leg das einfach in die Tüte rein. Walle, Alter, du Schweinehund. Wie soll ich das denn zu einem verdammten festen Massending schlagen? Zum Beispiel? Ja, genau. Wo hast du das denn gelernt? Aber man kriegt das, glaube ich, nicht ganz steif, ne? Bei dir auch nicht, oder? Kriegst du, Walle? Bei mir ist immer alles steif. Kriegst du nicht steif? Also denk dran, wir müssen das essen, ne? Voll eklig aus. Ich bin noch nicht fertig. Warte, mach noch mal ein paar Streusel drüber, damit wir es ein bisschen pimpen können. Ja, mach ein bisschen Streusel drauf. Hm? Tun wir ja auch mal hier ein bisschen Streuseln. Schau mal, das hier ist meins. Okay. Einmal nochmal Detail. Das ist Zanders. Was, Zanders, was ist, wenn ich jetzt richtig schlimme Magenschmerzen bekomme? Dann ist das von Walles. Was ist, wenn ich eine Salmonellenvergiftung bekomme? Dann ist das von Revi. Also seriously, wer ist versichert von euch? Walle. Der hat sich nicht die Hände gewaschen, ich schon. Hey Leute, jetzt kommt's drauf an. Was ist besser? Ich mach mal dieses Gemüse hier wieder raus. Das ist Deko, das musst du mitessen. Nein, das ist für die Geschmacksnuance. Aber ich will erstmal hier schauen. Schau mal, nämlich hier ist so ein ganz klein bisschen Lava. Das ist ja auch ein Lava-Cake. Ja, das meine ich ja. Das wollte ich appreciaten. Ah, das ja, ist ja. Gelobt. Das ist ein klein bisschen. Stocher okay. Da nicht so drin rum. Da musst du vorsichtig mit vorgehen. Das ist ein Soufflé. Das ist feine französische Cousine. Ein Kuchen mit einem flüssigen Kern Jody. Gemacht. Oh, wow. Aber hast du das Ergebnis ja verfehlt. Ja, aber es kommt auf den Geschmack an. Oh, so gut ist es. Okay. Hör mal auf jetzt. Es war so gut, dass du es komplett wieder aus dem Mund genommen hast. Es schmeckt einfach nach Ei mit Schnittlauch. Hey, da ist kein Schnittlauch drin, weil es ist deutlich besser. Boah, ist echt richtig scheiße, Revi. Ey, du hast einmal wieder mit meinen Kakao-Dingern, glaube ich. Boah, heiß. Das ist eklig. Ne, warte, ich halte dir das mal fest. Warte, ich halte fest, ich halte fest, ich halte fest. Das ist, von dem roten Teil, ja, das ist super. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Da kommt eine Offenbarung. Ey, wenigstens hat sie diesen Mund genommen. Ich hab jetzt wieder ausgespuckt. Und man schmeckt wenigstens, also schmeckt nach nichts. Geil, das ist schon mal besser als das. Das schmeckt doch scheiße. Du hast gewonnen, Walle. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, warte, ich erkläre das als unentschieden. Ja? So, guck der mal, Verlierer muss das schlechte Soufflé essen, habe ich gehört. Also, dann habe ich gewonnen. Walle, komm mal her, komm mal her. Das von mir. Probier von mir. Das von mir ist viel besser geworden. Probier mal. Das ist wirklich besser geworden. Boah, der Arme. Junge. Der Junge. Hast du für die nächsten Wochen vorproduziert? Da fragt mein Magen sich gerade auf. Wow. Boah, guck mal hier! Alter! Mit flüssigen Kernen! Ey, wir haben einen Lava-Cake gemacht! Ah. Guck wow. Mal! Schnell, bevor du. Riecht doch echt krass! Dein Tipp? Was denn? Aber Retto habt ihr da reingemacht? Ja, ein bisschen was halt, ne? Boah, ist das geil! Ey, schau Zander. Dir das mal an, Björn, ja, guck mal! Bei dir kommt die Erfahrung zweier Köche zusammen, Zander. Ich möchte, dass du einmal mal riechst. Jetzt hat es Amaretto, ne? Das ist schon krass. Warum kommst du schon wieder so? Weil das Amaretto. Es schmeckt wirklich gut, Zander. Es schmeckt wirklich gut. Nee. Doch, wird es. Doch, der wird. Jetzt kommt die geheime Note durch. Welche geheime Note? Was? Boah, das ist scharf! Boah, das ist scharf! Was ist da drin? Tabasco, eine halbe Tasche. Nee. Doch. Felix! 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 Gut,
gut, das, dass ich was zum Ich hab's gerade gegessen. Wirklich. Muss ich nachher machen. Ja? Ja. Jetzt kein Joke. Kein Joke. Das ist, guck mal, das ist sogar richtig krass. Das ist halt mit Lava-Cake halt. Das ist halt mit Amaretto. Muss auf jeden Fall gut pusten, weil das extrem heiß ist. Aber es ist wirklich lecker. Wir haben gerade alles schon probiert. Felix? Hier, Felix! Wir haben übrigens gerade, glaube ich, noch eine Spende bekommen. Und zwar hat Sarazar gerade 300 Euro gespendet. Walle! Wer ist das? Das ist Mongo. Dankeschön, Mann. Danke, danke, danke. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns unterstützt. Tadel kommt ein bisschen später, der gerade geschrieben ist. Gar nicht so schlimm. Digga! 50 Euro aus der Schlorox-Army. Dankeschön, Schlo. Danke. Was geht hier ab? Die Schlo-Army rastet hier gerade aus. Guck mal, hier kommen überall Donations rein. Was? Dalukan, 100 Euro. Alter, wir kriegen gerade den Donation-Rate des Todes rein. Guck mal. Was? Was? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, 50 Euro, 100 Euro zwischendrin. Alter. Ey, Leute, ihr zerlegt es gerade komplett. Oh mein Gott. Schlorox donatet auch nochmal 100 Euro. Schlorox hat selber 100 Euro donatet. Schlorox. Ey, Digga, das ist so krass. Die ganze Community spendet gerade mit Schlorox gemeinsam 5 Euro nochmal von Dan Velber. Schlorox nochmal mit 100 Euro. Alter! Schlorox, was ist mit dir? Hat jetzt schon 400 oder 500 Euro gedroppt oder sowas. Was zum Teufel? Wir gehen auf 16, wir gehen auf 16K, wir gehen auf 16K. Alter Schwede, sowas hab ich noch nicht erlebt. Zander Army steigt gerade auch mit ins Game ein. Schlo Army, Zander Army. Dalukat mit 400 Euro nochmal. Dalukat! Ey! Alter Schwede, was macht ihr mit uns? Ey! Das geht alles nach Namibia zu deinem Projekt. Weiter, 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 weiter. Nicht aufhören. Das ist Alter. Wow. Und ja, das ist Wahnsinn. Ey, ich bin sprachlos. Schlorox? Ja, Mahlzeit. Digga, bist du es? Alter, ey, Schlo. Erstmal, sorry, also wie gesagt, wir wollten ja eigentlich heute vorbeikommen. Wir wollten ja eigentlich live mit dabei sein. Ja. Ich habe das leider nicht geschafft. Wir hatten heute irgendwie noch den Arsch voll zu tun. Jetzt, und da habe ich gedacht, nutzen wir den Gunst der Stunde mal, um wirklich Respekt für euer Projekt, Respekt für das, was ihr macht, Hochachtung davor. Und da spreche ich, glaube ich, nicht nur von mir, sondern von der gesamten Community. Wir werden heute mehrere Spendenaufrufe einmal starten für euer Projekt, dass wir das Ganze hier so ein bisschen hochtreiben. Es ist eine wahnsinnig gute Sache. Deswegen auch an alle, die da gerade vor Ort sind, Hochachtung vor jedem Einzelnen, der da irgendwie gerade da ist. Und ich glaube, wenn man zwei, drei Leute als Reichweite ein bisschen für was Gutes benutzen kann, dann ist es, glaube ich, gerade dafür. Deswegen hoffe ich, dass heute der ganzen Abend euer Donation-Tool so ausrastet wie der Chat. 20.000 haben wir gerade voll gemacht. Alter. Alter! Ey, Schlorox! Schlorox, du machst uns fassungslos, Mann. Ich schwöre dir, ich muss dir jetzt einfach mal sagen, Digga, das ist so surreal. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen, Digga. Ey, ein unglaublich aufrichtiges, herzliches Danke dafür an dich und deine Community. Ich werde es nicht alles vorlesen können, ich hoffe, das ist verständlich. Volkan, der Verantwortliche, sitzt hier quasi im Hintergrund. Das ist sein Projekt. Wir waren halt vor Ort, wir haben gesehen, was halt noch fehlt. Und jetzt halt einfach zu sehen, wie so viel Kohle reinkommt, das ist abnormal, Mann. Ja, wir haben die Hälfte jetzt geschafft, nicht mal die Hälfte der Zeit, Leute. Vielleicht schaffen wir sogar die 50.000, wer weiß das schon. Oh! Oh! Florian Luca! 500 Euro, liebe Grüße aus Zürich ans UFO. Oh mein Gott! Okay, ich bin dabei. Leute, ihr wartet seit Jahren darauf, 25.000 Euro für den guten Zweck. Endlich! Endlich passiert es! Aber ganz schnell, okay? Nicht, ich halt fest. Nicht zu lange, okay? Ich drück dir die Zunge rein. Oh nein, bitte nicht. Ah, wow. Der war ja doch schmatzig! Ja, ich meine, Revils ist real. Alter, Leute, 25.000 Euro für den guten Zweck. Dafür gibt's noch den Revils-Kuss, Alter. Wir haben uns innerhalb von einer halben Stunde verdoppelt. Die Leidenschaft. Ja, Junge, ich zieh richtig durch, ne? Felix hat ein bisschen Angst. Also GBB Force, danke für deine 50 Euro nochmal. Bin gerade auch von der Arbeit gekommen, Leute. Ich glaube, du hast da ein bisschen mehr Gefühl als ich gerade. Bruder, ich war einfach nur glücklich. Das war, ich sag dir, voll nur Homo. Ich war einfach nur happy, dass wir so viel Geld gesammelt haben. Ich gehe rechts ans Haus, du links. Jetzt, yeah! Ja! 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 Hey! Ja, Mann! Digga! Ah. Digga! 6 Kills? Ja, Mann. Wie viel hast du? 4. Korrekt, ja, Mann! Woo! Bam, bam, bam! Was geht, Mann? Rasur, Alter! Sehr gut, Leute. Sehr schön, Alter. Wir haben neue Gäste. Hey, ho, hey, ho! Voll die neue Gäste. Ich bin gerade selber erst dazu gekommen, Alter. Hallo. Was geht? Wie geht's? Alles gut? Ja, bei dir? Ja. Wer ist oben rechts? Felix, du, ne? Ja, oh, scheiße, ich war gerade so krass. Moment mal, gewinne ich jetzt? Ja, ich bin so Title ist auf Platz 1! Alter! Auf Platz 2! Felix ist jetzt. Oh mein Gott. Ich hab's vorher gesagt. Richtiger. Junge, Junge, Junge. Kurz in den Stream gekommen zum Dominieren. Oh,
Ich noch den ersten und Adi ist auf dem ersten Platz. Felix, was war denn da los? Schon wieder Elfter, was geht ab? Ja, das war die Arroganz von eben. Das war richtig Karma. Das macht ja auch gar keinen Sinn, dieses Spiel, ne? Sowas gibt's ja gar nicht. Warum sollte man das dann spielen? Dieser Klempner. Early Boy, danke für deine 200 Euro Donation. Danke, 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 danke. Wir haben die 30.000 Euro. Krank. Leute. Carlos, vielen Dank dafür, für die 300 Euro Schande.